Rahmen verschieben, ich kann vergrößern, ich kann verkleinern, ich kann ausdrucken und vervielfältigen. Und du kannst das ganze Album einscannen? Klar, ich kann ganze Galerien anlegen. Ich könnte sogar unsere eigene Homepage bauen. Unsere eigene Familien-Homepage. Na, dann mach das mal. Könntest du auch eine eigene Datei von unserem Urlaub in Südtirol anlegen? Natürlich, klar. Hey. Caro, da ist was. Draußen im Garten. Wieder Wiedemeyers Hund? Sah aus wie eine junge Frau. Ja. Wahrscheinlich eine Passantin. Schau bitte mal nach. Hm? So, jetzt zeig mal. Hallo. Sibylle, es reicht. Was reicht? Hör endlich auf, mir nachzulaufen. Ich dir? Wer ist denn hier wem nachgelaufen, ha? Was soll denn der Unsinn? Ich liebe dich. Das ist doch lächerlich. Lächerlich? Liebe, ist doch das Größte, oder? Sibylle. Ich begreife nicht, in was für Fantasien du dich da reinsteigerst. Dafür gibt es doch gar keinen Grund. Doch. Das weiß ich besser. Hör zu. Ab sofort lässt du uns in Ruhe. Mich und meine Familie. Familie ist gut. Ich weiß Dinge, von denen hast du keine Ahnung. Über deine Frau. Ach, jetzt erzählst du doch Quatsch. Ich weiß auch Sachen über Holger. Du weißt, wie mein Junge heißt? Aber sicher. Wir hatten ja die gleiche Klavierlehrerin. Ich kenne euch doch alle. Hey, es ist doch alles Lüge. Bei mir liegt die Wahrheit. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lass das. Sibylle. Ich will dich nie wieder in der Nähe meines Hauses sehen. Nie wieder. Was soll das? Ich weiß es auch nicht. Tja, ich glaube, ich habe noch einen Eimer von der Farbe im Keller.
Was ist das denn? Ist das jetzt die neue Dienstwaffe? Das nennt man Freizeit, Kollege. Hane, nicht schlecht. Das war schon mal besser. Noch besser? Gute Hand, Kollege. Wie bitte? Gute Hand. Ja, wundert mich selber unter den Umständen. Was für Umstände? Ach, nur was Privates. Wirklich, nur was Privates. Guten Morgen, Frau Schneller. Sie hatten wohl lieben Besuch letzte Nacht. Sieht ganz so aus, Herr Breiser. Das sieht ganz so aus. Herr Breisacher, ja? Schauen Sie mal. Ja. Was ist denn? Das Fenster. Könnten Sie mit reinkommen? Ich hätte gerne einen Mann bei mir. Eine wildfremde Person und schläft auf meinem Sofa. Ich glaube kaum, dass sie so schnell wieder aufwacht. Sein muss. Sie muss doch an irgendwas gestorben sein. Ich meine, man stirbt doch nicht einfach so, von selber. Das wird der Arzt schon feststellen. Sie haben wirklich keine Ahnung, wer sie ist. Nicht die geringste. Na, was sehen Sie? Nicht viel. Bei tiefen Stichen mit einem dünnen Gegenstand sieht man nicht viel von außen. Aber was glauben Sie, was das innerlich anrichtet? Was, Sie auch hier? Ja, das sind schon wieder koordiniert. Aber ich wohne hier. Vera! Oh, Karl, endlich. Wo ist sie? Sag ihnen, dass niemand diese Frau hier kennt. Wie kommt sie hier rein? Sie ist eingestiegen, durchs Fenster. Ich habe immer gesagt, wir sollten es vergittern. Gerade du musst doch wissen, wie sowas heutzutage passieren kann. Eine Drogensüchtige vermutlich. Bricht bei uns ein und setzt sich den letzten Schuss? Ausgerechnet bei uns? Nein, keine Spritzen, keine Einstiche. Entschuldigen Sie, wie ist sie gestorben? Kollege? Entschuldigung, aber ich glaube, Sie stellen die Fragen, die ich hier stellen muss. Ja, ja klar. Kennen Sie die Frau? Ich glaube,
Wir beide sollten. Da ist ein junger Mann. Er sagt, er gehört zum Haus. Holger, komm nicht ins Wohnzimmer. Das ist mein Sohn Holger. Stell dir vor, eine unbekannte Frau liegt tot bei unserem Sofa. Einfach so. Ja, ja, Karl. Lass uns gehen. Du kennst sie? Ja. Ja? Sie heißt Sibylle. Sibylle irgendwas. Ich habe sie ein paar Mal bei Frau Kreil gesehen. Frau Kreil? Meine Klavierlehrerin. Sein Klavierunterricht ist schon Jahre her. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass kein großer Pianist aus ihm wird. Ich glaube, ich muss Ihnen ein paar Informationen geben. Das Mädchen da oben heißt Sibylle Reier. Ich hatte dienstlich mit ihr zu tun vor 4 Wochen. In welchem Zusammenhang? Ihr Bruder war in eine Körperverletzung verwickelt. Ich habe sie dazu befragt. Sie wirkte sehr verschüchtert auf mich. Und ich hatte den Verdacht, dass er auch ihr gegenüber gewalttätig war. Ich habe sie dann eingeladen ins nächstbeste Café. Und habe versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich wollte nichts von ihr. Wirklich, ich wollte nichts. Ich wollte nur helfen. Aber bis ich begriffen habe, was sie für ein Mensch war, da war es schon vorbei. Wieso? Was war sie für ein Mensch? Sie war, wie soll ich sagen, süchtig. Süchtig? Ja, nach Wärme, nach Gefühl. Ach, ich habe das alles nicht begriffen. Sie war total überspannt. Mit der Sucht, sich in alles reinzusteigern. In diese Gefühle. In eingebildete Gefühle. Ja. Und eins habe ich wohl ausgelöst. Hat sie ihn nachgestellt? Am nächsten Tag hatte ich einen Strauß Vergissmeinnicht hinter dem Scheibenwischer. Von da an war sie immer in meiner Nähe. Sie lief mir überall nach. Bis hierher, ins eigene Haus. Ins Haus? Ach so, nein, das nicht. Bis vors Haus. Nur vor das Haus. Jedenfalls bis heute. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, um 8:30 im Vorgarten. Die Herzen auf der Hauswand. Und Ihre Frau hat von all dem nichts gewusst, sehe ich das richtig? Erst habe ich es nicht erwähnt, weil ich dachte, es wäre eine Lappalie. Dann war es mir peinlich. Und dann habe ich gedacht, ich kann es erledigen, ohne jemanden damit zu belasten. Aber ich glaube, sie hat sich da selbst was angetan. Sie war krank. War sehr krank. Wo wohnte das Mädchen? Noch bei ihren Eltern? Ja, bei ihrer Mutter. Haben Sie die Adresse? Also sich selbst etwas angetan, das möchte ich bezweifeln. Der Arzt geht davon aus, dass sie erstochen wurde, und zwar mit einem spitzen, langen Gegenstand. Hat er sonst noch was gesagt? Sie starb am späteren Vormittag, so zwischen 10 und 11 Uhr. Auf mehr will er sich ohne nähere Untersuchung noch nicht festlegen. Ist hier eine Waffe gefunden worden? Im Wohnzimmer jedenfalls nicht. Natürlich waren in der Küche die üblichen Messer. Aber es muss etwas Dünnes gewesen sein. Ähnlich einer Feile. Sich selbst sowas reinzustoßen, also, da gehört schon was dazu. Na gut, aber wie es aussieht, überspannt genug war sie dafür. Sie haben also keine Zweifel an seiner Aussage? Scheint mir zumindest nicht ganz unglaubwürdig. Da draußen ist was, was ich nicht verstehe. Na sag schon, damit du was lernst.
Ja, nee, im Ernst. Kommt doch mal mit. Naja. Diesen Bereich hier hat angeblich niemand mehr betreten, nachdem die Tote gefunden wurde. Also müssten alle frischen Spuren von ihr sein. Und es gibt auch tatsächlich zwei eindeutige Abdrücke von ihren Schuhen. Aber hier ist noch was. Teil eines Sohlenabdrucks. Ja, aber von anderen Schuhen. Ohne Profil. Das könnten Hausschuhe gewesen sein. Und das Interessante ist, dass die Spuren vom Haus wegführen, so als... Als wäre jemand vor kurzem auf genau dem gleichen Weg aus dem Haus gekommen. Ja. Und was sagt uns das jetzt? Keine Ahnung. Aber lassen Sie es sichern. Wer fährt denn jetzt mit mir freiwillig zu der Mutter des Mädchens? Also Ihre Einstellung lobe ich mir, Wiegand. Kommen Sie. So. Frau Reier? Ja? Peter Siska, Kripo München, ist mein Kollege Wiegand. Wir hätten gern mit Ihnen gesprochen. Polizei? Ja. Können wir reinkommen? Ja, sowas, dass die Polizei zu uns kommt. Ja, sowas, die Polizei. Sind Sie allein? Na ja, gehen Sie doch ins Wohnzimmer. Danke. Danke. Es geht um Ihre Tochter. Sibylle? Ja. Aber was sie auch angestellt hat. Ich hol sie da nicht raus. Frau. Sie können sie behalten, bitteschön. Frau. Das wird ja eine Lehre sein. Ich habe ja immer gesagt, wenn sie nicht aufpasst, wird Frau sie Reier, eines Tages... Frau Reier. Frau Reier, ihre Tochter ist tot. Das passt. Bitte? Naja, sie hat immer gemacht, was sie wollte. Ich meine, das sieht ihr doch ähnlich, dass sie mir das jetzt auch noch antut, ne? Aber wenn überhaupt, dann hat jemand ihr etwas angetan. Ja. Ja, ja, ja. Wollen Sie denn gar nicht wissen, was? Ach ja, ja. Was? Sie ist erstochen worden. Ja, und... Wie kläre ich das jetzt mit der Beerdigung? Also, wir werden Ihnen gern die üblichen Schritte erläutern, aber vorher hätten wir dann noch eine Reihe von Fragen. Was soll ich Ihnen sagen? Sibylle hat alle meine Hoffnungen enttäuscht. Eine nach der anderen. Das war eine Spezialität von ihr. Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Heute früh. Um welche Uhrzeit? Ja, 8:30. Sie ist gegangen und hat die Tasse nicht abgespült. Wissen Sie, wohin sie gegangen ist? Na, das hat sie mir nie gesagt. Sie war... Ja, sie war immer gern unterwegs. Ging sie denn keiner Arbeit nach? Ja, aber nicht länger als 3 Wochen. Und im Augenblick war da... Kommen Sie bitte mal her. Der Herr gehört zum Haus? Ja, das ist mein Sohn, Ronny. Er hat wohl sehr eilig. Meine Güte, was geht denn hier eigentlich ab? Das ist ein Missverständnis. Ich habe Sie verwechselt. Ja, mit wem?
Mit Leuten, die es nicht gut mit mir meinen. Ja, wo hätte ich denn wissen sollen, dass Sie von der Polizei sind? Ihre Mutter hat uns doch laut genug angekündigt, als sie uns in die Wohnung gelassen hat. Mein Gott. Nicht nur Klamotten. Hey, was denn sonst? So, jetzt kann man bei alles andere mal aus. Im Moment habe ich nur Fragen zu Ihrer Schwester. Ja, die hab ich noch gar nicht gesehen, als ich aus dem Haus bin. Sie arbeiten in einem Malerbetrieb zur Aushilfe? Ja, besser Anstreicher als Landstreicher. Was bleibt mir übrig? Die lassen sich ja regelrecht von mir aushalten, die zwei hirnrissigen Weiber. Hirnrissig? Ja, meine Mutter, die wollte immer was Besseres sein. Mensch, schon nicht sie. Wenigstens die Sibylle. Sie hat alles mit ihr probiert. Erst Ballettschule, nix. Dann Klavierunterricht, nix. Dann Modebranche, schon wieder nix. Zuletzt hat's noch nicht mal gelangt zum Büchsensortieren im Supermarkt. Also, red mal richtig schön von mir. Sie sind mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft. Da kann ich nix für. Ist bei mir genetisch. So viele Chromosomen. So einer Mutter und so einem Bruder würde ich auch von zu Hause abhauen. Von den seelischen Schäden ganz zu schweigen. Wahrscheinlich hatte sie auch kein Ventil für ihre angestauten Gefühle, bis der Kollege schneller kam. Ein Glück, dass ich nicht an seiner Stelle bin. Hm. Oder war. Oder bin. Ja, jetzt schlafen Sie erst mal drüber, was Sie denn nun sein wollen. Hm? Kollege, danke fürs Mitnehmen. Nacht. Hm? Nacht. Willst du zu mir? Nein. Wirklich nicht? Nein. Du bist rein zufällig hier? Ja. Ja, wenn du noch mal zu mir willst, wenn ich rein zufällig hier bist, dann weißt du ja, wo ich zu finden bin. Schinken, den wollte ich ja zu Abend essen. Hey, wo ist denn der ganze Schinken? Wieso ist denn der ganze Schinken weg? Den wollte ich doch zu Abend. Siska? Ja? Ja. Kneumo, was? Ja, ist klar. Ja, verstanden, danke. Der Pathologe mit dem Befund. Darf ich mal raten? Pneumothorax. Sie wissen, was das heißt. Allerdings. Ja, redet mit mir. Der Stich traf Sibylle Reyers rechten Lungenflügel. Und bis die Lunge endgültig zusammenfiel, war sie durchaus noch handlungsfähig, möglicherweise stundenlang. Das könnte bedeuten, dass ihr der Stich gar nicht im Hause schneller beigebracht wurde, sondern irgendwo im Laufe des Vormittags. Na prima. Das macht die ganze Chose noch viel komplizierter. So ist es. Hilft nichts. Wir müssen jeden ihrer Schritte noch mal rekonstruieren. Und zwar von dem Moment an, wo sie in der Früh das Haus verlassen hat. Wo fangen wir da am besten an? Bei den Nachbarn? Genau. Ah.
zu mir? Ja, wohnen Sie hier? Ja. Ja, mein Name ist Wiegand, Kripo München. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte. Eine Sache hätte ich ganz gerne noch geklärt, bevor sie unter den Tisch fällt. Sie meinen die gemeinsame Klavierlehrerin? Genau. Ich halte es zwar für einen Zufall, dass die Tote und der Sohn des Hauses seinerzeit bei derselben Frau Klavierunterricht hatten, aber... Sie möchten sicher gehen. Kann nicht verkehrt sein, wenn man mit der Frau mal redet. Mann? Also, wenn einer eine Hand hat für Klavierlehrerin, dann sie ja eine Klavierlehrerin. Gibt Komplimente, auf die kann ich verzichten. Siska? Ja, der Lorenz. Ich habe hier einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sibylla Reyer gestern aus dem Haus gegangen ist. Und wissen Sie, was sie gemacht hat? Ja, sie hat sich in den Wagen gesetzt. Und wissen Sie, wer am Steuer saß? Ihr eigener Bruder, der sie angeblich gestern überhaupt nicht gesehen hat. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich allein rein zu den Reyers oder wollen Sie mitkommen? Ich komme mit. Dann warte ich hier. Bis gleich. Also, was ist jetzt? Soll ich wirklich meine kostbare Zeit bei der Klavierlehrerin verbringen? Ja, sicher. Kleine Fingerübung kann doch nicht schaden, oder? Also, aus dem Alter bin ich eigentlich raus. Ach, da sind Sie. Vielleicht tut's ja nichts zur Sache, aber der Nachbar hat mir erzählt, dass sein Kläffer gestern Abend vor lauter Schreck keinen Ton mehr von sich gegeben hat. Ich schätze mal, holt er für sämtliche Mieter. Jo. Da war ein Typ mit einem großen Dobermann im Haus. Es muss ein sehr aggressives Biest gewesen sein. Frau Reyer, sind Sie da? Verständigen Sie den Öffnungsdienst, wir lassen aufbrechen. Frau Reyer, sind Sie allein? Ja, bestimmt. Was ist passiert? Ich bin hingefallen. Ach, Frau Reyer, hören Sie doch auf. Stürze auf die rechte Seite der Unterlippe sind doch relativ selten. Wir hätten gerne Ihren Sohn gesprochen. Ronny ist nicht da. Wo können wir ihn finden? Das weiß ich nicht. Wirklich nicht? Nein. Frau Reyer, wir haben gehört, dass gestern Abend jemand bei Ihnen war. Jemand mit einem großen, großen Hund. Ach, das wissen Sie? Das wissen wir. Und jetzt würden wir gerne wissen, was er von Ihnen gewollt hat. Er wollte mit Ronny reden. Worüber? Das konnte ich nicht hören. Sie sind in Ronnys Zimmer gegangen. Ich habe nur den Hund gehört. Ronny war hinterher ganz fertig. Er ist nur da gesessen und hat gezittert. Ja, und dann ist er gegangen. Und seitdem ist er nicht zurückgekommen. Hatten Sie den Mann mit dem Hund schon mal gesehen? Nein. Können Sie ihn beschreiben? Nicht die Umstände. Frau Reyer, die Umstände, die Sie mit uns haben, sind die wesentlich angenehmeren. Auf Wiedersehen, nächste Woche. Ich wollte ja nach dem Tod meines Mannes das Unterrichten aufgeben, aber Socken stricken allein genügt mir nicht. Bitte, was für Fragen haben Sie denn? Nur ein paar kleine, ehemalige Schüler betreffend. Erinnern Sie sich an Holger Schneller? Holger? Ja, intelligent, aber nicht begabt. Jedenfalls nicht dafür. Gerade bei jungen Leuten vermisse ich immer öfter den Sinn für die Tiefe des musikalischen Ausdrucks. Und Sibylla Reyer? Auch nicht begabt und leider nicht mal intelligent. Hatten die beiden jemals gemeinsam Unterricht? Natürlich nicht. Ich gebe grundsätzlich nur Einzelstunden. Das ist mir pädagogische Pflicht. Aber sie kannten sich. Vom Sehen vielleicht. Wenn einer zu früh kommt, setzt er sich dahin und wartet die paar Minuten. Im Übrigen waren beide seit letztem Jahr nicht mehr hier. Das weiß ich. Warum fragen Sie dann? Ein Detail am Rande, das zu klären war. Und ich denke, hiermit ist es geklärt. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen, Frau Kalb. Wiedersehen.
gesagt, halt drei. Ich kann es nicht besser einrichten. Was macht die Frau Schneller bei der Klavierlehrerin? Bisschen seltsam ist das schon. Ich hab da so ein Gefühl und das ist kein gutes. Trotzdem, die Suche nach diesem Ronny hat jetzt erstmal Vorrang. Und nach diesem Mann, der bei ihm war. Das dürfte ja kein Problem sein bei der Beschreibung. Ein Typ mit einem Dobermann und einer Narbe unterm linken Auge. Ziegenpeter. Von Ziegenpeter kriegst du nicht solche Narben. Nein, der Mann heißt Peter Ziege. Er ist Zuhälter. Und seine Kollegen nennen ihn natürlich nur Ziegenpeter. Ach, ein Zuhälter. Sag mal, wenn du den kennst, könntest du da auch rauskriegen, was der mit Ronny zu schaffen hat? Vielleicht, wenn ich die richtigen Leute erwische. Aber irgendwas ist faul im Hause Schneller. Der Junge. Gestern Abend, der wollte mir etwas sagen. Gestern Abend. War doch kein Zufall. Du wolltest doch mit mir sprechen. Was wolltest du mir denn sagen? Ich kann dich nicht zwingen, es mir zu sagen. Aber ich denke, vielleicht ist es dann leichter. Hane? Ja, Jakob, ich bin's. Du, ich war gerade bei Ronnys Arbeitgeber. Ronny war gestern Abend kurz hier und hat sich für 3 Tage abgemeldet. Mit welcher Begründung? Tod seiner Schwester. Naja, wir wissen ja, wie es den armen Kerl mitgenommen hat. Irgendeine Spur, wo er hingegangen ist? Ja, vielleicht. Der Meister ist sich ziemlich sicher, dass ihm seit Ronnys Besuch ein Schlüssel fehlt für eine Lagerhalle im Industriegebiet. Ich werde da gleich nochmal vorbeifahren. Nein. Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, doch, aber du weißt doch, ich bin ein gründlicher Mensch. Na schön, dann gebe ich dir jetzt noch was mit auf den Weg. Ich weiß jetzt, warum Ziegenpeter hinter Ronny her ist. Er hat Ware angeboten in Ziegenpeters Revier. Was denn für Ware? Ja, Ronny hat sich als Amateurzuhälter versucht. Und Ziege will ihn deshalb disziplinieren. Deswegen ist er wahrscheinlich untergetaucht. Ja, aber wenn der sich als Zuhälter versucht, dann muss es ja irgendwo eine Frau geben, die auf den Strich schickt. Kannst du nicht mal rauskriegen, wer das ist? Na, hör mal. Also, wo soll ich denn die jetzt herzaubern? Gute Nacht. Kommt rein. Na los, kommt schon. Ich mach das hier heute noch fertig. Und? Neue Erkenntnisse? Neue Erkenntnisse? Ja, Ihr Sohn möchte Ihnen etwas sagen. Was denn? Karl, dein Tee. Frau Schneller, bitte bleiben Sie. Ich denke, was zu sagen ist, geht auch Sie etwas an. Nein. Doch, Holger, es betrifft auch deine Mutter. Sibylle. Also, Sibylle Reier. Ich habe sie besser gekannt. Du hattest was mit ihr? Einmal. Ein einziges Mal. Wann? Letztes Jahr. Und wo? Auf einer Party? Bei Frau Kreil. Bei der Klavierlehrerin?
Holger? Ich verstehe da was nicht ganz. War denn Frau Kreil irgendwie mit dabei? Sie hat gespielt. Im Zimmer nebendran. Prokofjew. Schafft Stimmung. Angeblich. Gregor war natürlich auch dabei. Wer ist Gregor? Der Mann von Frau Kreil. Er hat Sibylle für mich ausgesucht. Er hat gemeint, wir würden so gut zusammenpassen, von der Größe und von der Figur. Hat er euch denn zugesehen? Er hat gefilmt. Auf Video. Auf Video? Wie viel? Was? Na, wie viel hast du dafür gekriegt? 2000 hat er mir gegeben. Der neue Computer. Und der Scanner. Von dem du gesagt hast, das sei der erste Preis für das beste Deutschreferat. Ich habe Sibylle nie wieder gesehen. Ich habe sogar ihren Namen vergessen. Bis sie dort drüben lag, auf unserem Sofa. Und das Video? Was ist mit dem Video passiert? Keine Ahnung. Gregor ist ein paar Wochen später verunglückt. Mit dem Auto. Tödlich. Ich habe mich so gefreut, wie ich es gehört habe. Tut mir leid. Wir reden jetzt besser nicht darüber, was hier wem leid tun muss. Frau Schneller? Ich denke, Sie sollten jetzt auch mal was sagen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, seit wann Sie das alles wussten. Ja, Hanne? Oh nein. Doch, Hanne. Und je schneller, desto besser. Na, wissen Sie, wo Sie mich erwischt haben? Hier, direkt vor meiner Wohnung. Ja, ist gut, ich komme. Thank you.
tut weh. So langsam solltest du wissen, wer es gut mit dir meint. Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Da drüben ist der Schalter. Pass auf. Wir können es ganz kurz machen. Ich weiß, dass Ziege hinter dir her ist. Warum? Hey, warum? Ich soll bis morgen meinen kompletten Verdienst bei ihm abliefern. Alles, was ich eingenommen habe. Sonst hältst du den Hund auf mich. Dieser Mensch hat überhaupt keinen Stil. Tut mir wahnsinnig leid. Das ist aber nicht der Grund, weswegen ich hier bin. Deine Schwester ist gestern früh zu dir ins Auto gestiegen. Dafür gibt's einen Zeugen. Der Typ mit dem kleinen Hund, was? So ein Arsch. Hat er gesehen, hat er da gesehen? Wo bist du mit ihr hingefahren? Dann kannst du doch denken, wenn ich schon alles weiß. Erzähl's mir! Zum Kunden. Zu einem Kunden. Deine eigene Schwester. Was er ihn machen soll. Das war ihr einziges Talent. Wie heißt dieser Kunde? Es tut nichts zur Sache. Er hat sie ganz woanders gefunden. Ich will wissen, wie dieser Kunde heißt. Er wird meine Kundschaft nicht preisgeben. Er hat seinen Anstand. Seine eigene Schwester auf den Strich schicken und mir irgendwas von Anstand vorschwafeln. Ich will jetzt den Namen und die Anschrift. Das Waffe, das kannst du dir nochmal verfahren. Bitte nicht nochmal, Mann. Zu mir? Ja, so ist es. Wir wollen uns mal ein wenig bei Ihnen umsehen. Wir dürfen. Frau Keil, kommen Sie bitte. Wir möchten Ihnen etwas zeigen. Mein Mann hatte nun mal seine Eigenheiten. So, das ist fast nicht klar. Jawohl. Diamanten. Wir wissen, dass Sie mitgeholfen haben. Leben Sie doch mal von der Kunst allein. Was glauben Sie, warum Mozart verhungert ist? Der plötzliche Tod Ihres Mannes hat Sie in arge Verlegenheit gebracht. Sie kannten seine Abnehmer nicht. Und jetzt saßen Sie da auf diesem Video. Was tun? Und dann plötzlich kam Ihnen die Eingebung, was Sie denn noch so alles anstellen könnten mit dieser Kassette. Zum Beispiel Erpressung. Sie zeigten Frau Schneller das Video und gaben ihr unmissverständlich zu verstehen, dass bei Veröffentlichung des Bandes die Zukunft Ihres Sohnes wie auch die Karriere Ihres Mannes zerstört sein wird. Und seitdem leben Sie ganz gut von ihr. Ich war in Not! Glauben Sie, das alles kommt billig? Allein die ganzen Scheinwerfer. Ich musste die Stromrechnung zahlen. Mir kommen die Tränen. Wir hören voneinander, verlass dich drauf. Kommst du nicht ins Bett? Das Geld, das du dieser Frau da gegeben hast, wo war das her? Von den Aktien, die wir im Sommer gekauft haben. Und was hättest du mir gesagt, wenn ich gemerkt hätte, dass sie weg sind? Mir wäre schon was eingefallen. Ja, ja. Dir wäre schon was eingefallen.
Wieso hast du eigentlich kein schlechtes Gewissen? Du hast mir kein Wort gesagt, dass dieses Mädchen dir nachgestiegen ist. Gemeinsam hätten wir ihr zeigen können, dass sie keine Chance hatte, sich zwischen uns zu drängen. Oder hätte sie eine Chance gehabt? Vera, ich möchte das hier jetzt fertig machen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe kaum 3 Stunden geschlafen. Also wir wissen jetzt, warum Frau Schneller bei der Klavierlehrerin war. Die Sache mit dem Video hat sich aufgeklärt. Nur im eigentlichen Mordfall sind wir noch kein Stück weiter. Wieso? Da sehen wir da auch schon ein bisschen klarer. Wir wissen jetzt, dass Ronny seine Schwester verkauft hat. Und wir wissen sogar, an wen. Ja, an wen denn? An einen Dr. Steingräber. Ein Doktor? Mhm. Der Philosophie. Hier an der Uni. Kommen Sie herein. Aber mein Mann arbeitet gerade an einem Vortrag. Vielleicht tun ihm ja 5 Minuten Pause ganz gut. Bitte seien Sie so freundlich. Lothar? Ja? Die Herren sind von der Polizei. Aha. Herr Dr. Steingräber? Ja? Wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Ja. Zu vorgestern früh. Oh, meine Frau war dabei, ihre Mutter. Ich glaube nicht, dass sie Ihnen da helfen kann. Ach, Liebe, Sie müssen nicht mal vielleicht den Tisch aufräumen? Ja? Darf ich bitten? So, hier ist doch viel gemütlicher, nicht? Ja. Ja, wo ist er denn hin? Ja, also wie gesagt, wir hätten da ein paar Fragen bezüglich der jungen Frau, die Sie zu Gast hatten. Ja, also der Herr, der Sie vorbeibrachte, sagte, es sei alles geregelt. Gewerblich. Ja, für die Regeln sind wir nicht zuständig. Wir wollen lediglich wissen, wie lange war sie hier, wann ging sie wieder weg und wo ging sie hin? Sie war nicht sehr lange hier. Etwa 10 Minuten, nehme ich an. Ah. Hatten Sie Geschlechtsverkehr? Es kam zu keinem fait accompli. Also nicht. Warum nicht? Sie lief weg. Ja, Entschuldigung, aber das hätten wir doch ganz gerne ein bisschen genauer. Ja. Also, ich bat sie, sich frei zu machen und ins Licht zu setzen. Bei entsprechender Beleuchtung sah sie aus wie ein, ja, wie ein früher Botticelli. Sie war auch sehr in Gedanken versunken, was mich sehr gereizt hat. Wissen Sie, es ging mir in erster Linie natürlich um die Ästhetik. Ja, natürlich. Ja. Und weiter? Nichts weiter. Dann sagte sie plötzlich, alles Lüge, und rannte raus. Haben Sie eine Idee, was Sie dazu veranlasst haben könnte? Nein. Sie sah nur immer hier drauf. Aber ich meine, uns kann sie nicht gemeint haben. Wir sind eine glückliche Familie. Ja, das sieht man ja auch. Danke. Auf Wiedersehen. Glauben Sie dem Steingräber? Ja. Demnach wäre die Kleine noch unverletzt gewesen, als sie da weggelaufen ist. Ja. Und der Stich wurde ihr erst später beigebracht. Ja. Ja, aber als sie weggelaufen ist, ist sie da direkt ins Haus von Schnellers gelaufen? Wirklich? Warum? Tja. Dazu müsste man sich in das Wesen eines hochneurotischen jungen Mädchens versetzen können. Hm? Keine leichte Aufgabe. Vielleicht hat sie einfach nur eine Zuflucht gesucht, weil sie nicht mehr wusste, wohin sonst. Vielleicht wollte sie dem Kollegen Schneller die Wahrheit über seine Familie ins Gesicht schleudern. Wer weiß. Vielleicht. Hey.
Warte mal, ich habe da ein Gefühl. Ah ja, ein Gefühl. Aber eins, dem ich traue. Wenn wir es richtig anstellen, können wir vielleicht den Fall ganz schnell zum Abschluss bringen. Sie haben auch den Obduktionsbericht gelesen. Ja. Was hat man unter den Nägeln der Toten gefunden? Nichts. Genau, aber wer weiß das schon, ne? Was wollen Sie denn noch? Nur eine Kleinigkeit. Dieses Kostüm ist, das haben Sie doch auch vorgestern getragen, nicht wahr? Ja. Wir hätten es gern. Wie bitte? Für eine Laboruntersuchung. Unter den Nägeln der Toten hat man Faserspuren gefunden von einem schwarzen Kostüm. Strickzeug. Man vergisst immer, wie gefährlich diese Nadeln sein können. Es war ein Versehen. Frau Kreil, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des dringenden Verdachts, Sibylle Reyer ermordet zu haben. Ich hatte gerade nichts anderes zur Hand. Sie klingelte und bat um ein Glas Wasser. Ich fand es merkwürdig, habe ihr aber trotzdem eins gebracht. Und da stand sie bereits im Wohnzimmer, hatte den Schrank aufgebrochen und das Video in der Hand. Ich habe mich ihr in den Weg gestellt. Mit der Stricknadel. Sie dachte, sie käme an mir vorbei. An mir. Und dann haben sie zugestoßen. Aber sie lief trotzdem weiter und weiter. Und weiter. Und sie hinterher, bis zum Hause schneller. Und sie hat noch nicht mal Zeit, ihre Schuhe zu wechseln. Die Abdrücke von den Hausschuhen. Ich sah, wie sie dort einstieg. Mir blieb keine Wahl. Ich musste ebenfalls durchs Fenster und mir die Kassette zurückholen. Sie war so ein dummes Ding. Ich kann auch nichts dafür. Wissen Sie, welche Frage offen bleibt? Was wollte sie mit der Kassette? Auf Wiedersehen. Und warum ist sie damit hierher gelaufen? Naja, ich kann es mir denken. Wirklich? Ja. Sie wollte mir zeigen, dass alles Lüge war. Wir sind auch nicht besser. Wir haben nur eine bessere Fassade. Ja, ich denke mir was anderes. Nämlich? Ich denke, sie wollte Ihnen ein Geschenk machen. Sie vor weiteren Erpressungen bewahren. Die Kassette war eine Bedrohung für Sie und Ihre Familie. Und sie wollte wenigstens auf diese Art etwas für Sie tun. Schon gut. Sie wollen mich nur trösten. Kollege, wenn man vor einer Frage steht, die sich nicht mehr endgültig klären lässt, sollte man immer eine Antwort wählen, die einem das Leben leichter macht. Finden Sie nicht, ja?